So, ihr Lieben, dann zeigen wir euch, was wir für euch uns einfallen lassen haben. Ich finde das so Hammer. Und zwar haben wir für euch den Luxusduft im Auto zum Mitnehmen. Schaut euch mal diese süße Flasche an. Das ist echt der Hammer. Und da sind ungefähr 10 Milliliter drin, also fürs Auto zum Aufhängen oder auch im Kleiderschrank macht das eine sehr gute Figur. Wenn ihr das dann habt, dann muss man einmal den hier aufschrauben. Dann nimmt man diese Kappe hier ab und dann tut man das wieder aufschrauben. Mache ich aber jetzt nicht. Und wenn ihr dann diese Plastikkappe abgenommen habt, dann macht ihr einmal in das Auto so einmal auf den Kopf stellen. Dann saugt sich dieser Holzkopf, du Holzkopf, der saugt sich dann voll und der ist atmungsaktiv. Und dann, wenn ihr das zum Beispiel bei euch so hängen habt, dann merkt ihr, wie ganz leicht und sehr schön der Duft das ganze Auto erfüllt, aber nicht wie ein Wunderbaum erdrückt, sondern manchmal kommt dann dieser wunderbare Duft So eine einfach, Prise. genau, so eine Prise kommt raus, also gar nicht aufdringlich. Und wir haben das für euch fürs Auto. Und zwar in vier Bombendüften, die besten mit überhaupt. Also Louis Vuitton, Ombre Nomade. Dann haben wir das in Serge of Erba Pura. Tom Ford Lost Cherry für den Sportwagen Creed Aventus. Ja, und Ombre für Leder im Auto ist natürlich perfekt. Zeig mal den anderen Ja, Duft. genau das. Und dann haben wir den und dann sogar den hier. Also ihr könnt wählen zwischen den Diamant, traumhaft schön, oder eben wie so ein kleiner Nischenduft. Ja, für den Kleiderschrank oder im Auto ist wirklich mega.